Moin und hallo zur 40. Ausgabe des MBB Deckeflüsters. Kleine Premiere, endlich 40 Podcasts hinter uns. Und diesmal haben wir nämlich auch richtig, richtig coole Themen in dieser Jubiläumsfolge, nämlich Intel Tiger Lake H45. Da ist Clemens ziemlich, ziemlich heiß drauf. Und es gibt auch neue News zur Nvidia RTX 3050 und 3050 Ti. Aber fangen wir mal mit Tiger Lake an. Das ist, glaube ich, tatsächlich das coolere Thema und auch, wo wir am meisten Infos haben. Genau, habt ihr schon euch ein bisschen mit den neuen Tiger Lake 45 Sachen beschäftigt? Oder Na ist das klar. Alles jetzt gerade neu? Ja, nee, wir haben uns natürlich schon damit beschäftigt. Aber du warst ja in der Pressekonferenz und hast dir direkt von Intel alle Infos gezogen, sage ich jetzt mal. Trotzdem, also es ist eigentlich was, worauf wir seit 6 Jahren warten von Intel. Denn zum ersten Mal kommen 10-Nanometer-Prozessoren mit mehr als 4 Kernen in den mobilen Bereich. Und es kommen zum ersten Mal auch schlichtweg Prozessoren mit mehr als 4 Kernen, also auf einem anderen Prozess als dem uralten 14-Nanometer-Prozess von Intel heraus. Das ist, also abgesehen jetzt mal von 10-Nanometer Ice Lake Server, egal, aber für Normalanwender. Und das ist schon ein riesiger Schritt. Denn die Dinger sind erstmal viel effizienter, sie haben einen Haufen Multicore-Performance und ja, ich frage mich als Desktop-Nutzer und als PCler, warum kommt das Zeug nicht im Desktop raus? Also das ist so eine Frage, die ich mir da stelle. Aber dennoch, also für Mobilanwender oder Leute, die sich jetzt einen Laptop holen wollen oder auch einen Kreativ-Laptop brauchen, richtig coole Sache. Aber ich will nur kurz eine Einordnung geben für Leute, die halt jetzt keine Ahnung von Tiger Lake haben. Vor einigen Jahren kam Ice Lake raus, das war Intels erster Versuch von 10-Nanometer-Prozessoren. Der zweite eigentlich, aber ja. Der erste offizielle Ice Lake. Der erste richtig erhältliche, ja. Genau, die gab es dann auch in einigen Laptops, aber wirklich, die kannst du an einer Hand abzählen und die waren auch nur sehr schwer verfügbar. Dann kam jetzt vor einem Jahr Tiger Lake H35 raus. Und die sind richtig, richtig gut, hatten aber noch eine Begrenzung auf 4 Kerne und waren auch leistungstechnisch so, ja, sind cool, aber geht noch mehr. Und jetzt gibt es Tiger Lake H45, bedeutet 45 Watt. Die haben jetzt auch 8 Kerne und 16 Threads und sind das, was eigentlich Ice Lake schon immer sein hätte sollen. Also alles, was Intel eigentlich schon immer erdacht hatte an mobilen Prozessoren, ist jetzt endlich Tiger Lake H45. Und da hatte ich eben eine Pressekonferenz und da gab es halt endlich mal richtig, richtig dicke Inputs zu den ganzen Dingern. Ja, vor allem ist der Launch also deutlich interessanter als, wir hatten ja vor kurzem erst den Rocket Lake, meine ich war es, Desktop-Launch, der ja ziemlich, naja, war. Und jetzt der neue Tiger Lake Mobile Launch, also ist halt wirklich deutlich interessanter, gerade wenn es eben darum geht, neue Technik ins Notebook zu bekommen, mehr Auswahl zu bekommen und vor allem wieder konkurrenzfähiger zu sein, um eben wieder mithalten zu können, was gerade AMD in die Laptops packt. Also das ist vor allem so, finde ich, auch der interessanteste Punkt, ja, dass sie halt damit jetzt wieder voll konkurrenzfähig sind einfach. Ja, und sogar in ein, zwei Punkten AMD noch erhaben. Wenn du zum Beispiel guckst, Tiger Lake H45 hat jetzt endlich Wi-Fi 6E. Klingt ein bisschen trocken, aber mit dem E hast du halt nochmal ein du hast halt ein anderes Frequenzspektrum nochmal zusätzlich, aber du hast keine Hardware, die das sonst unterstützt. Das ist halt immer so ein bisschen. Es ist Zukunft, also für den Blick in die Zukunft ist es sehr gut, dass es verbaut ist oder dass die Kompatibilität da ist. Auf absehbare Zeit wird es aber wahrscheinlich auch nichts bringen, weil Wi-Fi 6E ist, glaube ich, in den USA fangen sie gerade an mit der Ratifizierung. Das heißt, wir warten hier wahrscheinlich noch ein Jahr oder so. Nee, also ich sage jetzt nicht, dass es das Killer-Feature ist, aber es ist etwas, das dir halt AMD-Laptops noch nicht bieten. Und du hast Thunderbolt 4, was auch für den einen oder anderen interessant sein könnte, einfach um externe Grafikkarten noch anzuschließen. Da tun sich AMD-Laptops auch zurzeit noch ein bisschen schwer. Ja, oder auch sehr schnelle externe SSDs, also auch PCI Express SSDs extern anzubinden, geht damit halt auch schneller als über USB 3, 2, Gen 2. Genau. Und das spannendste Feature dürfte da aber eigentlich PCIe 4.0 auch sein im mobilen Bereich, weil das können selbst die Ryzen 5000 Prozessoren noch nicht.
Das gibt es nur im Desktop bei AMD. Und jetzt hat Intel das mit Tiger Lake, also auch schon mit den normalen Tiger Lake-Prozessoren, endlich mal in den mobilen Bereich gebracht. Also ist quasi umgekehrt als im Desktop. Im Desktop war AMD davor Intel, jetzt ist im mobilen Bereich Intel vor AMD. Was die, die Kernanzahl angeht, sind beide jetzt gleich auf. Was die IPC, also die Instruktionen pro Taktzyklus, also die Leistung des Prozessors bei einem Taktdurchlauf angeht, ist Intel jetzt wahrscheinlich wieder gleich auf mit AMD oder sogar ein bisschen vor ihnen. Und was den Takt angeht, dürften sie ebenfalls leicht vor AMD liegen. Das heißt, der Marktführer Intel, die Firma, die zehnmal so groß ist wie AMD, hat es jetzt geschafft, endlich wieder Prozessoren rauszubringen, die ja den kleineren Konzern AMD schlagen, womöglich. Wir warten natürlich jetzt erstmal noch auf erste Tests, aber, genau, aber auf dem Papier sieht es richtig stark aus. Und man muss dazu auch sagen, kommt ja was. Ja, man muss dazu auch sagen, dieser 10-Nanometer-Prozess, ja okay, 10-Nanometer bei Intel, 7-Nanometer bei AMD, da würde man jetzt eher sagen, okay, desto kleiner, desto besser. 7-Nanometer ist da dem überlegen, denn je kleiner der Transistor ist, desto weniger Energie musst du durchjagen, um auch den danebenliegenden Transistor mit Energie zu versorgen. Also du kannst quasi auf einer Fläche mit mehr Transistoren, mit einer gewissen Menge Energie, kannst du mehr Transistoren versorgen, logisch. Und bist dementsprechend energieeffizienter. Ist alles ein bisschen abstrakt, aber dieser 10-Nanometer versus 7-Nanometer-Prozess, die sind eigentlich gleich groß. Also das soll heißen, es gibt jetzt eigentlich keinen richtigen Vorteil mehr für AMD im mobilen Bereich mit mehr als 4 Kernen. Also dementsprechend haben wir zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder von Intel Prozessoren, die den AMD-Prozessoren womöglich in allen Belangen ebenbürtig oder überlegen sind. Und das ist schon ein richtig cooler Schritt, gerade wenn du jetzt Mobilanwender bist und Multicore-Performance willst, ja, aber auch viele Features. Wobei man halt da wieder sagen muss, wenn ich mir, also ich habe mir die ganzen Präsentationsfolien, den ganzen Kram davon Intel auch mal ein bisschen angeguckt. Und was halt wieder auffällt ist, Intel legt wieder den Fokus in der kompletten Präsentation ausschließlich auf Tools, die Single-Core-Performance bevorzugen. Genau. Also da ist ja Intel schon immer stark gewesen. Alles, was hier aufgeführt wird an Benchmarks, an Werten und so weiter, ist alles Single-Core-lastig. Also selbst denn, wenn sie mit zu Creator-Software gehen, wird halt aufgelistet Photoprocessing in Adobe, Adobe After Effects, Video Creation Workflow, solche Sachen. Und das ist alles Single-Core-lastig, weil Adobe eben diese Multicore-Optimierung noch nicht so krass drin hat, wie eben Konkurrenzprodukte von DaVinci, also von Blackmagic beispielsweise, die halt eine deutlich krassere Multicore-Performance liefern. Und weiß nicht, also da bin ich halt erstmal skeptisch, erstmal was eben dann im Multicore wirklich rauskommt. Ja, ganz einfach. Aber klar, müssen wir natürlich dann gucken, was die echten Benchmarks sagen, weil natürlich auch diese ganzen Werte, die Intel hier angibt, ist auch Produktionsnotebook von mit AMD-Plattform, das halt so im Handel zu kaufen ist, versus ein, ja, ich sag mal, ein optimierter Prototyp von Intel eben für diese Plattform abgestimmt. Das ist halt auch immer so ein bisschen der Haken daran. Da muss man halt wirklich gucken, was wirklich in den jeweiligen Formfaktoren möglich ist mit dieser Plattform dann letztendlich. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, alle Hersteller und Intel ganz besonders verschönern immer so ihre Vergleiche mit sehr handverlesenen Konkurrenten oder handverlesenden eigenen Bewerbern in diesen Vergleichen. Also es ist, man muss auf diese Vergleiche, man kann sie sich anschauen und sie werden in einem gewissen Maße auch stimmen, aber sie sind sehr handverlesen ausgewählt und man sollte da immer mit einer großen Prise Skepsis rangehen. Also, dass die Multicore-Performance dann nicht gleich auf ist, das könnte schon sein, also dass AMD da immer noch leichte Vorteile hat. Aber da müssen wir eben, wie gesagt, erste unabhängige Tests abwarten. Aber wie Hannes jetzt auch schon meinte, es ist schon ein bisschen suspekt, dass da nichts mit Multicore verglichen wird zwischen AMD und Intel in diesen Folien. Vielleicht haben wir es auch übersehen. Falls wir es übersehen haben, schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. Ja. Also sie geben es schon an. Komisch. Also sie schreiben es, aber alle Tools, die sie explizit auflisten mit so und so viel Prozent mehr Leistung, sind halt alles wirklich Tools, die Single-Core-Performance bevorzugen. Also eben auch Programme, wo die jetzige Tiger Lake-Generation, also eben die H35-Generation, schon ein Stück weit die Nase vorn hat, weil sie eben diese Single-Core-Optimierung haben, wie eben die komplette Adobe-Suite. Na, während man halt dann sieht, dass in DaVinci Resolve ein ultraschlankes AMD-Laptop, sogar noch mit der Vorgängergeneration oder beziehungsweise mit kleineren Ryzen-Prozessoren, dramatisch schneller sind einfach als jetzt die größten Tiger Lake Prozessoren. Also da merkt man dann halt den Unterschied einfach.
muss man halt gucken, wie das jetzt wirklich dann in der Praxis aussieht. Ein Punkt, den ich aber persönlich noch sehr interessant finde, ist, dass da hat Intel schon seit langem die Nase vorn, und das ist Hardware-Encoding und Decoding über die Intel Xe-Grafik oder Xe, wie auch immer man sie jetzt ausspricht. Das wird ganz interessant tatsächlich, wenn du vor allem im Videoschnitt unterwegs bist. Oder Nicht mal unbedingt für den Videoschnitt allein, aber AV1-Encoding ist halt natürlich schon interessant, gerade weil das auch von vielen Plattformen genutzt wird, sei es jetzt YouTube und so weiter. Und das halt auch die Zukunft sein wird, wie uns zum Beispiel Content geliefert wird. Also wenn du eben Stream anguckst, kriegst du halt einen Stream, der in AV1 encoded wurde, weil er eben deutlich kompakter ist und dabei die gleiche Qualität liefert wie vorher, in deutlich größere Dateiformaten. Und dadurch hast du einfach wieder dann einen Vorteil, dass das eben nicht so viel Leistung benötigt. Also du hast höhere Bildqualität, ohne dass es die Leistung groß beeinflusst. Finde ich auch persönlich dadurch spannend, weil ich das Ganze in meinem Plex-Server zum Beispiel nutze und dann theoretisch ein Intel Nuke mehr Performance bieten könnte als ein fetter Server mit was weiß ich wie viel Kern. Einfach weil es die Intel Xe-Grafik schon integriert bietet. Abgesehen mal von diesem eher technischen Kram, der trotzdem auch viele Anwender betreffen dürfte wegen Streaming, ist die Intel Xe-Grafik natürlich auf dem Papier nochmal richtig stark. Ich weiß jetzt nicht genau, du hattest, glaube ich, den Artikel zu den Tiger Lake Haas geschrieben, ob die da mehr Execution Units bekommen als die Modelle in den 35 Watt Versionen, also in den kleineren Tiger Lakes, Daniel. Weißt du das? Ich weiß es, und ich würde auch mal ganz kurz in die Presche springen, tatsächlich ganz kurz, weil ich glaube, wir kommen gerade so ein bisschen in allgemeines Intel Tiger Lake versus AMD-Geplapper. Ja, was sehr interessant ist, aber tatsächlich. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz die Grafikleistung der neuen Tiger Lakes beleuchten, weil die ist ja gerade für Normalanwender, die sich jetzt einen günstigen oder keinen günstigen, aber einen flachen Laptop holen, jetzt ohne dedizierte Grafikeinheit, schon noch mal eine nette Sache. Weil die coolsten Laptops. Die ist gleich. Die ist gleich geblieben. Die haben an der Threads und ohne dedizierte Grafik, die dann trotzdem viel Grafikleistung in Spielen bieten können, sind meiner Meinung nach so die spannendsten Modelle von Tiger Lake. Genau, die sollen mehr Units bekommen, oder 32, oder? Genau, die bleibt bei 32 tatsächlich. Die bleibt bei 32, okay. Können ein bisschen höher takten jetzt. Okay, das ist dann auch schon mal cool. Soll heißen, also viele Spiele, auch AAA-Titel, laufen so in 1080p 30 vielleicht, auf niedrigen, mittleren Einstellungen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber was wir bei Tiger Lake jetzt immer gesehen hatten mit den Intel Xe-Grafikeinheiten, bei den kleineren Modellen wohlgemerkt, sie sprangen immer sehr viel. Also zwischen 20 Frames, mal so kurzzeitig, bis 50, 60 Frames war alles drin. Also sie haben oftmals die hohe Framezahl gehalten. Aber irgendwie bei allen Tiger Lakes, die wir bis dato getestet haben, sowohl im Surface Laptop als auch im ZenBook von Asus und allen weiteren, gab es immer mal so kleinere Einbrecher. Und die kamen immer wieder vor, was dann zu so Mikro-Ruckeln führte. Ja, aber das ist eher, denke ich mal, ein Treiberproblem. Dürfte ein Treiberproblem sein, aber könnte auch ein Verhaltensproblem der Tiger Lakes sein, weil die halt sehr selektiert boosten. Also sowohl die Grafikeinheit als auch die Kerne. Ist aber jetzt wieder sehr technisch, logisch. Aber sagen wir nur mal, also auch für alle, die damit zocken wollen, schaut vielleicht erstmal, was für Spiele ihr zocken wollt und ob die Spiele dann darauf auch gut laufen. Das ist immer das Wichtigste. Ja, genau. Also was mir halt aufgefallen ist, ist nicht mal unbedingt, dass es direkte Einbrüche sind, weil messbar sind diese Einbrüche komischerweise oftmals gar nicht. Sondern in einigen Spielen ist es einfach, dass das Bild kurz stehen bleibt, wirklich so ein Bruchteil, eine halbe Sekunde oder so, einfach kurz ein Freeze-Frame ist und dann läuft ganz normal weiter. Ist mir nämlich heute wieder aufgefallen, weil ich gerade Benchmarks mache auf dem MateBook X Pro 2021 und das hat genau das gleiche Phänomen mit eben einem Tiger Lake Core i7 drin. Das ist halt, finde ich, schon sehr irritierend, weil es eben bisher alle Geräte betroffen hat und auch mit den aktuellsten Firmware-Updates und so weiter auch immer noch weiter besteht. Deswegen, das ist halt noch ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, weil nominell auf dem Papier super spannende integrierte Grafikeinheiten, die auch mit bis dato allen anderen Wettbewerbern eigentlich den Boden wischen. Also beziehungsweise diese übertreffen, also so um 15-20% locker, also die schnellste AMD-integrierte Grafikeinheit. Und ja. Das ist bis dato noch ein bisschen schade, warten wir ab. Wir werden euch da natürlich auch ein Update geben, wenn es da irgendwas an Treibern gibt oder dergleichen. Falls ihr selber schon Erfahrungen in die Richtung gemacht habt, könnt ihr auch gerne natürlich einen Kommentar hinterlassen oder uns eure Erfahrungen schildern. Wo wir jetzt gerade bei Grafikeinheiten sind, kommen wir doch meiner Meinung nach zu den Nvidia 3050
in Klammern TIs, die letzte Woche auch vorgestellt wurden. Grafikkarten sind ja momentan ein rares Gut, was unter anderem mit den mit dem Cryptocurrency Mining und allen anderen möglichen Faktoren von der Lieferkette bis hin zu Sanktionen, bis hin zu Produktionsschwierigkeiten und Engpässen zu tun hat. Mhm. In Laptops sind sie aber ein bisschen besser zu bekommen als im Desktop und genau da gab es eben jetzt diese Vorstellung von der 3050 und der 3050 Ti, also der kleinsten RTX-Karte, also das heißt von Nvidia mit Raytracing, das ist quasi die Verfolgung von Lichtstrahlen im Raum, also die berechnete Verfolgung von Lichtstrahlen im Raum und wie sich Licht verteilt. Eine sehr besondere Technik, die bis dato immer super viel Leistung gekostet hat, kann Nvidia jetzt seit 2-3 Jahren, also seit der RTX 2000er Reihe, auch in Echtzeit berechnen mit speziellen Einheiten und diese Technik kommt jetzt quasi auch in günstigere Laptops. Was wir natürlich prinzipiell immer gut finden, wenn solche High-End-Techniken auch aus größeren Grafikkarten endlich mal in erschwinglichere Gefilde kommen. Ganz sauber, sage ich jetzt mal, liest sich das Datenblatt aber dennoch nicht, denn ihr habt im Vorgespräch schon die 4 GB VRAM, also die 4 GB Grafikspeicher der Karte, so ein bisschen bemängelt. Warum ist das denn für euch so eine kleinere Einschränkung? Also ich finde es einfach, also es muss ja nicht mal zwingend eine Einschränkung sein, es ist aber gerade im Blick eher auf die künftige Entwicklung mit immer hochauflöseren Texturen, mit immer mehr Details, mit immer mehr Informationen, die da rein müssen, finde ich es halt einfach eine unnötige Limitierung mittlerweile. Das ist halt, Videospeicher kostet jetzt nicht die Welt, das wäre jetzt wahrscheinlich kein großer Aufwand gewesen, da 6 GB oder von mir aus auch 8 GB reinzuhauen. Das hat ein bisschen so diesen Beigeschmack wie ein 32 GB iPhone, dass ja das nur existiert, damit du ein 64 GB iPhone kaufst oder ein 20 GB oder so. Also halt, es existiert, damit du das nächste Größere kaufst, weil es dir zu klein vorkommt. Ja, das ist so ein oder weil es auch zu klein ist. Also es ist halt, 4 GB RAM kosten nichts, 8 GB Riegel kosten nichts. Warum man dann deshalb einfach den kleineren verbaut? Warum? Warum verbaue ich wenig RAM, obwohl es das andere gleich viel kostet oder halt viel mehr bringen würde? Ich würde behaupten, Modellpolitik in dem Fall. Also wie gesagt, die 3050 ist die kleinste RTX-Karte von Nvidia, die 3050 Ti auch nur minimal darüber positioniert. Und da geht es dann einfach nur darum, dass man die abgrenzt intern, auch für die Kunden. Was natürlich nicht so geil ist mit 4 GB VRAM, aber ich würde mal behaupten, die Karte ist so für 1080p 60 Gaming gedacht und auch eher so ein Nachfolger für die 1650, die 1660 und die 1660 Ti. Und da ist das dann auch schon wieder in Ordnung, denn die Karte kann DLSS. Für die, die nicht wissen, was das ist Deep Learning Supersampling, klingt erstmal kompliziert, heißt aber, die Karte kann intern eine niedrigere Auflösung berechnen, die dann durch spezielle Einheiten, die Tensor-Cores, wird die dann auf eine höhere Auflösung berechnet. Und dadurch, dass die interne Auflösung niedriger berechnet werden kann, sind diese 4 GB auch nicht so eine krasse Limitierung, wie man das jetzt erstmal auf dem Papier denken würde. Also für 1080p Gaming mit Raytracing, ein absoluter Leistungsfresser und DLSS aktiviert, sind sogar so 60 FPS drin mit der Karte, was bis vor einigen Jahren im mobilen Bereich noch absolut undenkbar gewesen wäre. Und klar, viele haben noch Vorbehalte, DLSS, das sieht nicht so gut aus wie das nativ berechnete 1080p oder 4K-Bild oder wie auch immer, in welcher Auflösung ihr eben rendert. Aber mittlerweile ist diese Technik echt verdammt gut geworden und sieht teilweise sogar besser aus als die native Auflösung, je nach Spiel. Wobei man da immer sagen muss, das Spiel selbst muss es unterstützen. Und ich meine, wie viele tun das aktuell? Sind es schon mehr als 5? Es sind schon deutlich mehr Spiele geworden, ja. Die also auch jetzt 2.0 unterstützen, meine ich? Ja, die meisten neueren Titel, die eben DLSS unterstützen logischerweise 2.0. Cyberpunk, Metro hat es jetzt auch bekommen und auch viele andere Titel. Dadurch, dass die Unreal Engine, also die Unreal Engine 4 und die Unreal Engine 5, eine der meistgenutzten Game Engines überhaupt, also die 4er und die 5er in Zukunft wahrscheinlich auch, das Feature jetzt auch integriert haben, dürfte da auch viel mehr kommen die nächsten Jahre. Also darf man sich darauf freuen, dass DLSS dann auch in mehr Titeln unterstützt wird und dass Nvidia da mit DLSS auf dem richtigen Weg ist. Das sieht man auch daran, dass AMD jetzt nachzieht und Super Resolution rausbringt, um mal so einen kurzen Blick auf den Wettbewerber zu werfen.
Und man muss halt immer auch den Preisbereich dieser Laptops irgendwo mit bedenken, dass sie unter 1000 Euro wahrscheinlich bepreist sind oder so um die 1000 Euro und dann aber Raytracing jetzt endlich mal können und eben vielleicht auch durch DLSS höhere Bildraten schaffen, ist schon eine nette Sache. Ja, diese 4 GB VRAM, gebe ich euch recht, die sind irgendwie ein Atavismus, um es biologisch auszudrücken, also irgendwie so ein Relikt aus der Vergangenheit oder ein Überbleibsel. Aber sind jetzt nicht so einschränkend, wie sie auf dem Papier vielleicht erscheinen. Ja, es ist halt noch, also, was halt oftmals so ein Punkt ist, wie soll man es sagen, also viele Leute gucken halt drauf, sehen 4 GB VRAM und denken sich, kacke, dann kaufe ich lieber das mit 8 GB, so irgendwie. Also es gibt halt noch klar diese einerseits Vorurteile und andererseits natürlich auch Halbwissen, nenne ich es jetzt einfach mal, oder eben auch einfach Empfehlungen der Hersteller, wenn du bei Cyberpunk auf die Packung guckst, dann wird da auch stehen, Grafikkarte mit 8 GB VRAM, so. Und jetzt stehst du davor und kauf jetzt das Notebook oder das nächste. So, ich muss mal die Katze gerade vom Schoß werfen. Der war gerade aufdringlich. Ist sie im Video, die Katze? Zum Teil war er, glaube ich, zu sehen. Das ist perfekt. Und also du hast halt einfach so, diese 4 GB sind halt einfach ein Stück weit abschreckend. Einfach für potenzielle Käufer, die vielleicht nicht so viel Fachwissen haben. Weil es einfach sehr, sehr wenig wird im Vergleich zu vielen anderen und eben auch natürlich noch im Kopf drin ist, aber Grafikspeicher will ich lieber viel mehr haben, auch wenn es vielleicht technisch dank DLSS nicht mehr so dringend nötig sein sollte, hoffentlich. Also da müssen wir natürlich auf die Benchmarks warten, aber auf jeden Fall ist halt... Ja, dennoch ist es ein Nachfolger eben für die 1650, die auch nur 4 GB hatte und die 1660 und 1660 Ti. Also ich glaube, die 1660 Ti hatte 6 GB VRAM im mobilen Bereich. Also dahingehend ist es dann sogar ein Rückschritt sozusagen, aber sie dürfte ungefähr leistungstechnisch so auf dem Niveau der RTX 2060 der mobilen landen, was dann schon wieder cool ist. Also zumindest vermuten wir das. Wir müssen da aber, wie gesagt, erste Benchmarks abwarten. Aber prinzipiell RTX, DLSS jetzt auch in niedrigeren Preisgefühlen, keine schlechte Sache. Ja, generell nicht verkehrt. Das auf jeden Fall. Ja. Ist halt viele Wenns und Arbeits, weil für so viele Informationen hat Nvidia, glaube ich, gar nicht preisgegeben. Ansonsten im Datenblatt, was ich so gesehen hatte. Da werden wir dann wahrscheinlich auf die Custom-Modelle und so warten müssen, wenn die angekündigt werden. Nee, Quatsch, Custom-Modelle, wir sind da mit dem Laptop. Entschuldigung. Gibt's ja gar nicht. Gibt's nicht. Ja, ich bin gerade auf die Hürden diversen abwesend. Ja. Herstellerimplementierungen. Also sie hat, glaube ich, 35 bis 80 Watt TGP, darf sie ziehen. Und die 80 Watt-Versionen dürften schon ordentlich Performance bieten. Also dann wahrscheinlich auch eher in größeren Gaming-Laptops wie Lenovos IdeaPad Gaming-Reihe oder Lenovo Legion oder auch anderen Nicht-Lenovo-Laptops wie dem HP Omen und so weiter. Genau. Das wäre es dann, glaube ich, auch schon von unserer Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen Infos rausziehen, was sowohl Tiger Lake anging, als auch die Nvidia-Grafikkarten kommenden im Laptop. Kurze Einschätzung nochmal trotzdem von uns. Derzeit sind Grafikkarten immer noch super schwer zu bekommen. Das muss man immer dazu sagen im Desktop-Bereich. Aber dadurch, dass sie halt im Laptop-Bereich Vorverträge haben, die Hersteller, mit allen größeren Produzenten wie jetzt HP oder Lenovo oder auch anderen, sind sie da, glaube ich, ein bisschen besser verfügbar. Also wer eh geschwankt hat zwischen Laptop und Desktop, ist wahrscheinlich derzeit mit einem Laptop ein bisschen besser bedient. Denn die Grafikkarten sind einfach leider, pardon my French, schweineteuer. Das ist einfach absurd. Genau. Die Preise, die da teilweise aufgerufen werden, finden wir auch ungeil. Alternative wäre halt vielleicht, sich noch einen Fertig-PC zu holen und die Grafikkarte dann rauszunehmen und den Rest zu verticken. Nicht sonderlich ökologisch, aber naja. Ach naja, oder die anderen Komponenten mittlerweile auch relativ selten sind teilweise. Lohnen sich Fertig-PCs, meinst du? Also sie können sich aktuell lohnen, auf jeden Fall, denke ich, preis-leistungsmäßig. Es gibt immer schon so ein paar Ausnahmen, die generell ganz gut waren, aber jetzt aktuell, ich meine, wenn du jetzt einen Komplett-PC mit einem aktuellen Ryzen oder mit einem aktuellen Intel-Prozessor bekommst, zum Preis, wie die Grafikkarte allein kosten würde, ist der, weiß ich nicht, also ist die Preis-Leistung gleich deutlich besser für den Fertig-PC. Ja, muss man derzeit leider so sagen und teilweise auch bei Laptops, also ist die Preis-Leistung einfach mehr gegeben als bei einzelnen Komponenten durch diese perverse Preisspirale, die sich da auftut.
Genau. Ja, das war es dann eigentlich auch von unserer Seite, würde ich behaupten. Und wie gesagt, Infos oder Kommentare sind immer gerne erwünscht. Unten in der Kommentarspalte, Daumen hoch runter, nicht vergessen. Und den Kanal abonnieren. Ihr kennt das Spielchen. Ansonsten haut rein und macht's gut. Ciao.